Endlich sitzen wir am Gate. Gefunden. So. Wir haben nur keine Zeit gehabt, im Hotel ein Resümee zu machen. Das machen wir jetzt, weil wir noch so eine Viertelstunde ungefähr haben, bis wir einsteigen, bis zum Boarding. Perfektes Timing also. Ja, also, ich lass mal mein Spatzi wieder zuerst anfangen. Also aus meiner Sicht war es ein super Urlaub. Das Hotel war super. Es war keine Animation, gar nichts. War voll relaxed zum Chillen. Klammer auf, wir brauchen keine Animation, genau. Klammer zu. Und das Essen war super. Mhm. Und die waren alle super nett. Der Strand war gut. Und man konnte auch vom Hotel aus einfach rauslaufen. Da war man schon in der Stadt, in Nerja. Und es war immer toll eigentlich. Immer war immer was los. Hat Spaß gemacht, nach dem Essen, dann nach dem Abendessen immer da zu spazieren. Mhm. Es war super. Perfekt. Also ich habe auch Positives vom Hotel zu berichten. Also das Rio war, es war immer super sauber. Das Essen war sehr abwechslungsreich. Es gab immer so Basics, die gab es immer wieder mal jeden Abend. Und dann gab es aber jeden Abend auch anderes Essen. Ich kann ja jetzt bei mir, so. Jetzt brauche ich den Ogen ja nicht mehr. Außer du hast was zu ergänzen, dann redest du einfach. Das war's von meiner Seite, war super alles. Okay, dann die Zimmerreinigung war perfekt, da habe ich auch nie was zu meckern gehabt. Dann die Poolliegen habe ich schon mal erzählt, aber das würde ich gerne einfach wiederholen, weil nicht jeder jedes Video von mir sieht. Jedenfalls die Liegen könnte man vielleicht ein bisschen aufpeppen oder beziehungsweise sind jetzt kein Drama, aber trotzdem, wenn man jetzt ganz flach liegen will, geht's nicht, weil die Rückenliege ist immer so geneigt. Deswegen ganz null, also auf null gerade geht keine Liege einzustellen. Und dann muss man sich halt andersrum hinlegen, wenn man es gerade haben möchte. Und dann sind die Füße wieder oben. Naja, auf jeden Fall, das wäre jetzt ein Punkt. Dann, was noch? Das WC-Papier könnte man auch verbessern. Das ist, habe ich auch schon ein Video dazu gemacht, aber ganz kurz hier nochmal. Es ist sehr dünn und sehr klebrig, das heißt, man schafft mit wenig Papier eigentlich es nicht, sich zu reinigen. Man braucht im Endeffekt viel mehr Papier, bestimmt das 4- bis 5-fache mindestens, mehr Papier, als man mit richtig gutem Papier bräuchte. Das heißt, man spart im Endeffekt doch keinen Müll, ja? Beziehungsweise man spart im Endeffekt kein Papier und man muss dann immer öfters die WC-Rollen wechseln. Das ist nur ein kleiner Tipp am Rande. Man überlebt es, es ist nicht so dramatisch, aber es rutscht halt immer weg und so weiter. Das habe ich ja schon woanders erzählt. Aber ansonsten, das Essen war super. Es war immer genug Platz. Es war nie ein Problem, eine Liege zu finden. Außer man möchte natürlich ganz vorne das Meer sehen. Dann muss man halt um 8 Uhr hin. Weil bis 8 Uhr sind die Poolliegen gesperrt. Da ist ein Absperrband. Und dann machen die eben ihre Reinigungsarbeiten. Und ab abends irgendwann ist dann auch diese Schranke schon zu, ab 19 Uhr ungefähr. Aber Fakt ist, man findet immer eine Liege und ab 8 Uhr kann man eben auch sein Handtuch draufschmeißen. Und sagt auch keiner, wenn man was reserviert hat. Bis jetzt war es auch nirgends, es war nicht verboten oder so. Hat man einfach gemacht. Ich bin ja 7:45 immer aufgestanden und dann habe ich unseren Platz reserviert. Dort, wo wir ja immer gelegen sind. Und da haben wir immer variiert, je nachdem. Manchmal halt am Anfang halt schon mehr im Schatten und später dann halt der Sonne. Ja. Aber da hat nie jemand was. Das haben die auch gewusst, dass die Leute da reservieren. Das war vollkommen okay. Aber auch wenn du jetzt nicht morgens aufstehst, findest du auch immer Plätze. Ja, manchmal sind ein paar Gäste 5-6 Stunden nicht da. Wir sind ja oft dann, wenn wir da sind, sind wir da. So. Wir haben nur nicht mal einen Spaziergang oder so mal kurz gemacht. Doch an einem Tag mal, aber das war eine halbe Stunde und vielleicht höchstens eine Stunde. Dann waren wir wieder da. Es gibt immer Gäste, die reservieren morgens und kommen dann erst um 14, 15, 16 Uhr. Also das ist dann die ganze Zeit reserviert. Aber man findet trotzdem noch einen Platz. Und was ich gut finde, dass man auch eben solche Sonnensegel oder wie nennt man das, Markisenplätze hat, wo man einfach den Schatten, wo man sich im Schatten aufhalten kann. Es gibt also Schattenplätze, es gibt Sonnenplätze, je nachdem, wie gebräunt man ist oder wie viel man Sonne möchte.
dann da kommt auch immer jemand vorbei und fragt, ob man was trinken möchte. Sagt auch niemand was, wenn man jetzt irgendwas mitbringt von draußen. Mhm. Also es ist ja klar, dass es draußen Geschäfte gibt und die meisten Leute haben sich halt was mitgebracht. Wir auch, wir haben auch unsere Getränke gekauft irgendwo im Supermarkt. Gibt es auch ein paar Videos, habe ich ja auch gezeigt, Carrefour und Mars und der eine Laden direkt gegenüber vom Hotel, neben dem Jamaika. Der Jamaika war nicht so toll. Ja. Die war ein bisschen komisch. Aber der nebendran hat bis 23 Uhr, manchmal bis 24 Uhr geöffnet. Ja, die, genau, was noch? Also man kann auch seine Sachen da von draußen mitbringen und einfach da trinken. Sagt auch niemand was. Was noch? Unser Ausblick war wieder toll. Es war sehr schön. Was ich noch sagen kann, ist einfach, der Pool war super schön sauber, wurde immer gereinigt, das Wasser war schön warm, man konnte einfach rein, also ich konnte einfach immer ins Wasser rein, besonders nach dem Meer, wenn man reinkommt, ist es halt angenehm, es ist dann wie warm. Boah, das Meer war schon kühler, als ich gedacht habe, das war ja fast wie Atlantik irgendwie, aber egal, man kommt schon rein im Sommer. Dann auch, dass man keine Keycard braucht, um vom Strand zurück in die Hotelanlage zu kommen. Da nimmt man einfach, also man kriegt einfach einen Code gesagt. Den Code gibt man, das ist halt ein PIN mit ein vierstelliger PIN, den man da eingibt und dann geht die Tür halt auf. Beim Rausgehen zum Strand muss man draufdrücken, dass die Tür halt aufgeht. So. Dann gibt es Fußduschen, da gibt es. Es gibt halt schönere Strände, muss ich sagen. Wir hatten so einen kleinen Strandabschnitt mit Sand und Steinen. Es gibt weitaus schönere Strände, aber auch das ist okay. Also man kann es trotzdem dort gut aushalten. Ja. Wir waren jetzt aber auch an keinem Tag am Strand. Und da kostet ein Liegenplatz, kostet da 6 Euro pro Person. Da ist alles dabei. Einmal Schirm, zwei Liegen, beziehungsweise bei zwei Personen, die rechnen nach Personen. Ich habe eine Powerbank. Bei zwei Personen hat man 2x6 Euro. Also zahlt man 2x6 Euro, da hat man einen Schirm und zwei Liegen. Haben wir nicht genutzt, weil unser Hotel wirklich, das Rio Hotel ist wirklich direkt, Rio Monica, ist ja direkt am Strand. Man muss ja nur da raus, über die Fußgängerpromenade, und zack, ist man am Strand. Ja, habe ich ja auch gezeigt. Dann, was ich noch schön fand, ist, irgendwas wollte ich noch sagen? Ja genau, das Personal war super freundlich. Ganz wenige waren mal vielleicht so ein bisschen müde oder abgetürnt, aber die meisten waren super, super nett und freundlich. Beim Essen wurde relativ schnell abgeräumt und so, dass sich eben nicht alles stapelt wie in manchen anderen Hotels, wo wenig Personal ist, aber hier hatten sie genug Personal, glaube ich. Ja, gell? Ja. Also, dann, was wollte ich denn noch sagen? Das WLAN war gut. Ich bin zwar ab und zu rausgeflogen, aber dann ging es auch wieder. Aber da hat man, wie gesagt, habe ich auch schon mal irgendwo anders erzählt, dass man da von der Zimmernummer her einen Zugangscode bekommt. Also man bekommt einen Nickname, ein Username plus ein Passwort, was man beim ersten Mal ändert und dann ist es gültig. Das ist wie wenn man wirklich nach Hause kommt. Du kommst nach Hause ins Hotel und dann zack bist du drin. Man muss sich nicht 100-mal einwählen. Außer man hat irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen im Handy, die dann was blockieren. Das hat bei mir mal, am Anfang war das mal so. Und dann nach einer Woche erst. Aber sonst läuft alles super, es ist überall Reichweite. Es ist gut abgedeckt. Ja, Buffet habe ich gesagt, immer super, alles sehr frisch, alles sehr schmackhaft, auch sauber. Und da haben wir uns immer satt gegessen, bis zum geht nicht mehr, leider. Egal, jetzt machen wir wieder Diät, die nächste Woche. Ja, was noch? Freundlichkeit, Rezeption, super, perfekt. Also das Personal war insgesamt sehr nett und sehr freundlich und höflich. Da können wir uns auch nicht beschweren. Was nicht gut war, was ich absolut überhaupt nicht empfehlen würde, ist dieses Lavizen. Das war diese Spa-Firma. Hat mit Rio überhaupt nichts zu tun, ist aber überhaupt nicht zu empfehlen. Habe ich ja auch ein extra Video dazu gemacht. Also ganz freundliche Dame zwar, aber es ist immer nur eine da und die
kennt sich halt nicht so gut aus mit Massieren und so weiter und so fort, wie ein Kunde Ruhe hat zum Beispiel, wenn ständig das Handy von ihr vibriert. Meins ist ja auch aus, wenn ich zur Massage gehe, beziehungsweise auf lautlos gestellt. Das war bei ihr nicht. Das hat immer vibriert, die hat immer aufgehört mittendrin, hat dann geguckt. Also ich habe das Gefühl gehabt bei meiner Massage, dass sie nachlesen muss, wie es weitergeht. Fand ich dann halt ein bisschen störend. Dann hat sich das Handy manchmal auf die Liege gelegt und auf der Liege hat es dann vibriert. Und das ist dann voll störend. Ja, und Musik war keine da, es war, ich weiß gar nicht, was ich da als gut, ich meine, was ich da positiv anmerken kann, ist nur die Freundlichkeit, wirklich. Aber das war's. Aber die kann kein Englisch, die Dame, die kann kein Englisch, ich kann kein Spanisch. Und was kann man denn sonst machen, wenn man Tourist ist? Englisch miteinander reden. Ich habe heute, es ist bei der Abreise, immer noch keine Quittung bekommen. Das wurde mir zugesagt, wurde versprochen, dass es mir per Mail zugeschickt wird. Nach 3 Tagen war nichts da, dann bin ich nochmal hin. Da war immer noch nichts da, dann hat sie mich gebeten. Wir haben mit Händen und Füßen gesprochen und ich habe mit ihr, mit Google Übersetzer, mussten wir uns dann teilweise was übersetzen, dass wir verstehen, was der andere will. Ja, und ich habe auf jeden Fall verstanden, ich soll einfach selbst eine WhatsApp an ihren Boss schicken, habe ich gemacht. Es wurde völlig ignoriert, ich habe nichts mehr gehört. War dann an der Rezeption und habe es dort gesagt, müssen wir rein. Nee, ist was anderes. Okay. Jedenfalls habe ich selbst eine Nachricht hingeschickt, auch nichts erhalten. Dann war ich an der Rezeption nochmal. Per App habe ich die Rezeption informiert und bin nochmal hin am Abreisetag nochmal gesagt. Also die können morgen erst was machen, weil der Laden halt zu hat, Sonntag und Montag. Dort habe ich einfach auch rückgemeldet, dass ich das nicht empfehlenswert finde, dass es nicht so gut war. Auch die Massage war scheiße. Sorry, ganz ehrlich, das ist auf gut Deutsch einfach nur scheiße gewesen. Das war ein bisschen gestreichelt, aber nicht massiert. Naja, und nicht, ich war nicht die einzige Unzufriedene, aber vielleicht kann ich mit meinem Video einige Menschen davor bewahren, dahin zu gehen. Und im anderen Video habe ich auch erklärt, wie man sehen kann, ob die gleiche Frau noch da ist oder nicht. Das lasse ich jetzt weg, das ist ja dann doppelt gemoppelt. Wir werden gleich einsteigen. Und würden wir nochmal kommen, Hierher, in das Hotel, ja. Ja, in das Hotel würden wir beide auf jeden Fall nochmal kommen, wenn wir am gleichen Ort wären. Ja, alles ist gesagt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö, ciao mit Au, ciao Kakao, auf Wiedersehen und so weiter und so fort.